Let's Play The Dark Mod, Folge 25 bei Sofa Gaming mit mir, dem Sekka. Wir sind immer noch auf dem Friedhof. Und ich habe nach wie vor keine Ahnung, wo der Schlüssel ist für die Truhe, die da hinten ist. Und die sind nach wie vor unheimliche Stimmen und alles ist irgendwie nicht so geil gerade. Weil hier so Untote rumliegen. Und ich keine Stimmen hören möchte eigentlich. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal davon weg. Und gucke mir erstmal weiter hier den Weg an, dass ich irgendwie mal in die Villa komme von dem guten Gouverneur. Habe ich eigentlich noch mein Fernglas? Ja, habe ich. Da ist eine Wache. Ist ja natürlich mal spannend zu wissen, ob einer von denen Schlüssel dabei hat oder so. Den ich mitnehmen muss. Der hat nichts dabei. Hier sind immerhin schon mal keine komischen Leichen auf dem Boden, sondern irgendwelche Vögel. Da kann ich schon mal wesentlich besser mit umgehen. Die Geräusche sind hier trotzdem nicht allzu beruhigend. Ist das hier ein Glühwürmchen? Ja. Ja. Suchen wir erstmal die Villa. Und dann gucken wir mal, ob wir später. Also, irgendwo müssten wir ja einen Schlüssel für diese Truhe finden, die wir da auf der. Oder neben der Leiche von dem guten Nathan, wer auch immer das war, gefunden haben. Aber da hatte scheinbar ja auch der Gouverneur seine Finger im Spiel. Der hatte zumindest mit Archie unterschrieben. So, da scheint. Ein Eingang zu sein. Jedenfalls ist hier eine Mauer. Ja, und hier ist natürlich alles mal super ausgeleuchtet. Ist natürlich schon mal richtig gut für mich. Da steht eine Wache. Da werden wir irgendwie durch müssen. Gucken wir mal, wie wir das anstellen. Ja, das ist eine ganz schön hohe Mauer. Okay. I'm a bit thirsty. Also wir werden wahrscheinlich uns irgendwie hinter dem lang schleichen müssen, denke ich, wenn der andere gerade nicht uns hier mit seiner Lampe erfreut. Okay, irgendwie geht die Lampe durch den Baum durch oder so. Ich speichere es mal gerade. Mal, dass der mich hier im toten Winkel dann nicht sieht. Dass ich dann hier irgendwie lang kann. Ah ja. Okay. So viel zum toten Winkel. Der hat irgendwie Augen im. Ja, an der Schläfe oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls war er in der Lage, mich da zu sehen. Ausmachen kann ich es nicht. Dann warten wir mal, dass der weg ist. Yep. I'm doing my job. Und dann auf ein neues. Den Schlüssel dabei? Nee. Okay, dann wischen wir durch die erste Mauer durch auf jeden Fall. Also das dürfte jetzt schon mal hier zum Anwesen vom Gouverneur gehören. Aber es ist auf jeden Fall immer noch im Außenbereich. Und bisher noch unentdeckt. Was ist das da unten? Okay, da ist ein Boot. Würde ich mir, glaube ich, ganz gerne mal anschauen. Und da vorne ist dann die nächste Mauer. Was ist da noch? Ein Tor, okay. Unheimlich gute Atmosphäre gerade hier, muss ich sagen. Also das hat haben der oder die, ich glaube es sind sogar mehrere Leute, die in der Map mitgearbeitet haben, richtig, richtig gut hingekriegt. Gucken wir nochmal hier unten zu dem
sehr idyllisch wirkenden kleinen See hin, wie das Boot ist. Und da vorne geht es in irgendeine Höhle rein. Vielleicht wäre das ein potenzieller Weg in die Villa. Das weiß ich natürlich nicht. Also ich würde mir natürlich, glaube ich, erstmal den Vordereingang angucken, denke ich. Okay, hier ist nichts. Aber das behalten wir auf jeden Fall mal hier im Hinterkopf. Das sieht so aus, als ob es da reingehen könnte. Als optionaler Weg, wenn wir nicht die Vordertür nehmen. Ja, vielleicht knacke ich es doch gerade mal, wenn es zu knacken ist. Schauen wir mal. Achso, man könnte da... Kann man da drunter tun? Nee, kann man nicht. Okay, ist leider kein optionaler Eingang, ist einfach nur so Levelverzierung. Auch okay. Aber dann haben wir das auf jeden Fall geklärt und können das von der Liste streichen, dass wir das noch erkunden müssen. Dann gehen wir mal weiter gucken. Ja, jetzt drei Wachen oder wie sieht's aus? Ja, sehr schön. Zwei Bogenschützen, eine normale Wache. Und da müssen wir irgendwie rein. Ich hoffe mal, dass es einen Seiteneingang gibt. Schauen wir mal. Na, natürlich auch alles bestens ausgeleuchtet. Ich glaube von Ihnen nicht, dass ich dieses große Tor aufmachen kann. Na, gucken wir erstmal hier weiter. Hier ist so eine Ranke. Ich glaube, daran kann ich hochklettern. Das müsste gehen. Gucken wir nochmal zurück. Da sind wir hergekommen, da hinten. Genau. Ja, da müsste ich, glaube ich, jetzt hier diese Ranke hochklettern können. Das will ich erstmal testen. Habe ich noch gar nicht benutzt bisher, glaube ich, in dem Level jetzt. Ich hoffe, ich stürze hier nicht gleich brutalst ab. Ich habe es einmal im Tutorial gemacht. Und seitdem habe ich es noch nicht wieder benutzt. Okay. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und auch nach... fetter Beute, die uns da erwarten könnte, denke ich mal. Wir haben einen kurzen Überblick verschaffen. Hier ist ein Gartenhäuschen. Da patrouilliert unten... Ne, patrouillieren zwei Wachen. Ja, wo bleibt er? Da. Okay, der rennt, glaube ich, einmal da im Kreis. Guckt aber nicht in das Häuschen rein. Das ist schon mal gut. Ich gucke mich auch mal gerade hier oben einfach um. Dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Zwei Wachen vorm Haupteingang noch, den wollen wir aber nicht nehmen wollen. Irgendwo ein offenes Fenster oder Keller wäre ja eigentlich ganz praktisch. Oder so Bedienstetentür. Natürlich auch immer ganz gern genommen von Einbrechern. Irgendwie, dass wir dann in der Küche oder in so einem Lagerkeller rauskommen. Der Dialogsound ist leider immer noch echt leise. Ich guck mal gerade, ob ich das kurz etwas lauter stellen kann, weil das ist echt... Der Erzähler etwas lauter... Es gibt hier nicht irgendwie Stimmen einfach. Das wäre gut. Naja. Probieren wir es mal so. Ob das irgendwas bringt. Ja, aber der Gouverneur wohnt hier schon nicht schlecht. Das ist ein ganz schöner Prachtbau. Ja, ihr hustet euch da draußen mal einen ab. Und der feine Herr liegt drin wahrscheinlich im Bett. Und hofft, dass er uns ermordet hat. Was aber nicht geklappt hat in den letzten
letzten Folge? Ja, genau, in der letzten Folge war das. Mit dem Hinterhalt. Den ich ja nun seit Beginn der Mission prophezeit habe. Weil es halt völlig logisch war, dass diese Geldübergabe da, die konnte nur schief gehen. Ja, nett, dass hier jemand Kisten hingestellt hat für uns, dass wir hier runter können. Was ist das da hinten? Eine Tür? Könnte ein Hintereingang sein? Ah. Ob ich das schon runtergehe? Ich glaube ja. Ich warte kurz, bis die Wache noch einmal hier vorbei ist. Und dann gehen wir mal hier runter. Dann erstmal das Gartenhäuschen, dass ich mir einmal hier einen Überblick unten verschaffen kann. Na komm, bleibst du da. So, ich hoffe, ich breche jetzt nicht die Beine oder so. Okay, das war einigermaßen lautlos. Okay, das auch. Das sieht doch vielversprechend aus. Da könnte es in den Lagerkeller gehen, der mir so vorschwebt. Schauen wir mal gleich. Ich würde einmal gerne in das Gartenhäuschen reinschauen. Könnte ich eigentlich auch wieder zurück über die Mauer? Ich werde wahrscheinlich auch entkommen müssen. Nee, das ist nicht das richtige Gewächs hier. Hm. Das könnte dann... Ah, doch, da. Da ist eine Leiter und dann oben ist das Gewächs. Okay, das passt. Also das würde auch gehen. Wir könnten also hier auch wieder raus. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann... Einmal schnell hier in das... den Schuppen. Was Spannendes? Nee, nicht so wirklich. Was liegt denn da oben? Das könnte was Spannendes sein. Der Kellerschlüssel. Ja, das ist natürlich praktisch, den im Schuppen auf irgendwelchen Kisten zu lagern. Ist hier noch was Interessantes bei? Nicht wirklich. Nichts, was wir benutzen könnten. Dann schauen wir nochmal gerade hier. Das wird wohl der Keller sein. Kann man nach hier hinten noch gucken? Nee, das ist zu. Okay. Ja, erst noch draußen umgucken oder direkt in den Keller gehen? Ich glaube, wir gehen direkt in den Keller. Im Mond haben sie auch. Also das mit den, mit diesen Schleierwolken, das ist wahrscheinlich ganz einfach zu machen, aber es beeindruckt mich total. Weil es einfach so zur Atmosphäre beiträgt. Schließ nochmal den Keller auf. Oh Gott. Wie ich jetzt runtergerutscht bin. Ich dachte eigentlich, ich kann ja so normal, dass da so eine Treppe wäre oder so. Das ist irgendwie nur so ein Kohlenkeller. Da lege ich mir gerade erstmal nochmal einen neuen Speicherstand an. Das. Nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. So, Tür. Ja. So viel dazu. Das können wir mal direkt neu laden. Da kommt also eine Wache mit Fackel rein. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt machen. Ich speichere gerade mal hier. Okay, das war jetzt ein Fehler. Jetzt habe ich beide Speicherstände unten. Aber vielleicht guckt die Wache ja nur rein. Schauen wir mal. Hm, bleibt da? Eben kann man schneller. Ah, da kommt er. Bin ich voll ausgeleuchtet, wenn der hier rein... Ja, im Leben nicht. Der wird mich sehen, wenn er sich umdreht. Ja. Okay. Nächste Möglichkeit, vielleicht oben auf den Rohren verstecken. Ist hier irgendwo dunkel? Hier ist es dunkel.
Okay, okay. Auch nicht. Kann ich seine Fackel ausschießen? Das war wahrscheinlich zu früh jetzt. Ja. Ja. Okay, also das würde gehen, aber ich... Hey, das... Da müsste ich zu schnell sein. Vielleicht nicht, dass ich mich hier hinten in der Ecke verstecke. Oder guckt der hier nicht hin? Das könnte natürlich auch... schauen wir mal. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Knüppel. Ich hoffe, der guckt hier nicht in die Ecke. Oh Gott, ich bin quasi voll ausgeleuchtet, aber er dreht sich um. Glück gehabt. Wachen mit Fackeln sind natürlich mal richtig gemein. Ah, scheinbar noch eine, weil die unterhalten sich. Das wird natürlich ganz super hier. Kein Wein, den wir klauen können. Ne, diesmal nicht. Okay. Da geht's nach oben. Naja, hier werden wir auf jeden Fall auffliegen. Ah, ich muss irgendwie hier für Dunkelheit sorgen. Mir ist gerade ein bisschen weh, dass ich in der letzten Mission so viele Wasserpfeile verschwendet habe. Ich hoffe mal, dass... Eigentlich müsste ich gerade mit mehr Speicherständen arbeiten. Ah, hier ist doch noch was wir klauen können. Ja, wir warten jetzt gerade mal hier, ob und wie die zurückkommen. Und gucken uns gerade mal an, wie viel Geld wir eigentlich klauen mussten oder wie viel Waren. 1800, okay, das ist noch eine ganze Weile weg. 1600 brauchen wir noch. 1590, um genau zu sein. Schauen wir mal, also okay, die sind relativ lange unterwegs, die Wachen. Na, kommen die nicht wieder? Ich weiß nicht, wie groß der Lichtkegel von so einer Fackel ist. Eben den kleinen Raum hat es komplett ausgeleuchtet. Ich weiß nicht, ob das hier den großen, ob der hier irgendwo lang cuttet oder... Ja, da kommt er. Oh, das war schon böse. Ja. Okay, das kann ich hart vergessen hier. Ich jetzt die... Müsste seine Fackel echt irgendwie ausmachen. Oder kann ich mich hier verstecken? Ich hoffe mal. Ja, wenn er zurückkommt, natürlich nicht, aber bis dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit. Schauen. In die Ecke guckt. Naja. Okay, guckt 1A in die Ecke. Ich müsste seine Fackel irgendwie rauskriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Weil der irgendwie diese fiese periphere Sicht hat. Okay. Seine Fackel ist aus, aber er ist alarmiert. Ich hoffe, die bleibt auch aus. Er weiß, dass irgendwas im Busch ist, weil irgendwie seine Fackel ausgegangen ist durch einen lautes Zischen und Wasser. Sehr gut. Ja, ich denke, das können wir speichern.
Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wie wir weiterkommen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.